Pyrokunst trifft Klassik. Bei der ersten Auflage des Festivals Pyromusikale verfolgen rund 35.000 Zuschauer das Musikfeuerwerk auf dem stillgelegten Flughafen Berlin-Tempelhof. Zur Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel entzünden sich hunderte Raketen und Feuerwerkskörper über dem Berliner Himmel. Es war einfach cool, das Feuerwerk und die Musik. Das Hanobi-Feuerwerk, das war einfach das Größte, was ich bisher gesehen habe. Das war echt grandios. Und dieser Mann hatte die Idee für die Pyromusikale. Hans-Georg Käse, Pyrotechniker mit Weltruf und seit 28 Jahren im Geschäft. Das ist im Prinzip mein Traum gewesen, ein großes Festival zu organisieren mit meinen ganzen Kollegen aus der ganzen Welt. Und als dieser Flugplatz Tempelhof geschlossen wurde, war ich der Erste, der sich darum beworben hat. 7 der weltbesten Pyrokünstler aus Japan, Italien, Portugal, Spanien, Kanada, China und Deutschland treten bei der Pyromusikale an. Damit ihre Feuerwerke in voller Pracht den Himmel erleuchten, müssen rund 135.000 Quadratmeter Fläche mit Pyrotechnik bestückt werden. Also das ist das Abschussrohr für unsere 60 cm Durchmesser Hanabi-Bombe. Dieses Rohr ist 3,30 Meter lang, wiegt 600 Kilogramm. Also wir haben einen Schutzabstand zu Personen hier von 800 Meter, kann nichts passieren. Und so sieht es dann aus, das Hanabi-Feuerwerk mit bis zu 65 Kilogramm schweren Feuerwerkskörpern. Ein Wermutstropfen bleibt an diesem Abend, ein Weltrekordversuch scheitert. Nicht alle der 20.000 Feuerwerkskörper, die eigentlich Berlins Kampagnenlogo erleuchten sollen, gehen in Flammen auf.